So, ja, es ist geschafft, endlich. Man kann ja schon fast sagen, das Schreckgespenst der jüngeren Vereinsgeschichte, die TSG Dossenheim, ist endlich besiegt. Ja, wir konnten endlich mal 2 Punkte gegen Dossenheim mitnehmen. Bei mir sind die beiden Spieler diesmal, der Nikolai und der Dominik Elfner. Und der Martin kennt er alle. Und wir wollen natürlich wieder mal, wie immer, so ein paar Fragen zum Spiel stellen. Und als allererstes, Nikolai, dein Fazit zum Spiel. Ja, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, ihr habt noch nie gegen uns gewonnen. Ich denke, das war in der Kabine davor Motivation genug, heute mal die 2 Punkte zu holen. Wir haben gewusst, dass es hier nicht einfach wird. Die letzten 5 Heimspiele habt ihr, glaube ich, alle gewonnen oder unentschieden gespielt, unter anderem Hockenheim. Ich denke, in der ersten Halbzeit waren wir ganz gut drin, gegen den Plus 1 in die Halbzeit vielleicht ein bisschen glücklich. Für die Zuschauer ein ganz geiles Spiel, glaube ich. Dann war, glaube ich, der Knackpunkt, erstes Mal, dass unser Rechtsaußen Lukas Jünger die rote Karte holt. Ich glaube, die geht in Ordnung, ich habe es nicht genau gesehen. Dann 42. Minute, wir sind Überzahl, unentschieden, gehen mit minus 2 aus der Überzahl raus, holen uns 2 Minuten wegen Meckern hinten, dann minus 4, glaube ich, und dann habt ihr es relativ locker runtergespielt. Und am Ende werfen wir, glaube ich, von rechts außen 1 von 9 in der zweiten Halbzeit. Da hat euer Tormann ganz gut gehalten. Ne? Ja, du hast gerade erwähnt, relativ frühe rote Karte kam irgendwie plötzlich. Ja. Wie sehr würdest du sagen, hat es euer Spiel beeinflusst so ein bisschen? Ja, das ist immer gefährlich, wenn ich jetzt ihn lobe oder so, dann hebt er wieder ab. Aber gut, ich meine, wir haben, ja, wenn der andere rechts außen, der Max, die alle reinmacht, ist alles easy. Jetzt ist es halt nicht passiert, ist kein Problem, A-Jugendspieler. Ist so, passiert. Wäre natürlich besser gewesen wahrscheinlich, wenn er noch bis zum Ende dabei gewesen wäre. Hat im ersten Halbzeit ganz gut gespielt, hat vor der Kreis an Spiele gemacht. Ihr spielt zu Hause, spielt da in der Regel ohne Harz, glaube ich, was auch manchmal so ein bisschen vielleicht. Das ist ein Grund, warum wir da schon die ein oder andere Packung mit heimgenommen haben, weiß ich nicht genau. Wie bereitet ihr euch auf so ein Spiel vor, wo ihr wisst, okay, hier wird jetzt richtig geharzt, ist es ein Problem für euch? Oder würdet ihr am liebsten so die Harzdosen vor dem Spiel alle einsammeln und wegschmeißen? Oder wie würdet ihr das einschätzen? Gut, dann antworte ich mal kurz. Relativ schwierig, weil wir im Training auch nicht harzen dürfen. Sprich, wir können uns gar nicht darauf vorbereiten. Wir haben es über die letzten Jahre geschafft, eigentlich in den Auswärtsspielen immer besser reinzukommen mit dem Ball mit Harz. Und so ist es leider in den letzten 3, 4 Auswärtsspielen nicht mehr der Fall gewesen. Würde ich sagen, nicht aufs Harz schieben, da sind andere Fehler passiert, nicht nur der klebrige Ball. Okay, vielen Dank ihr beiden. Ich gehe mal rüber zu Martin. Martin, ich schätze mal, ich gucke in ein erleichtertes Gesicht. Endlich hast du es mal gepackt gegen Dossenheim. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal schönen guten Abend. Tolle Kulisse heute wieder. Das war wieder herausragend. Schön, dass die Bürgermeisterin auch wieder da war, den Weg in die Halle gefunden hat. Also ich will nur dazu sagen, Harz in der Halle, das bringt Punkte. Ja, Fazit zum Spiel. Also Nikolai hat es, glaube ich, schon ganz gut analysiert. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Zur ersten Halbzeit, da hat mir letztendlich das Tempo in unserem Spiel wirklich ein bisschen gefehlt. Das war eigentlich auch die Marschroute, die wir gehen wollten. Letzte Woche Hockenheim, da haben wir in der zweiten Halbzeit ordentlich Tempo gemacht. Sind auch auf 16 Tore gekommen in der zweiten Halbzeit. Ich fand es am Anfang ein bisschen verhalten. Wir haben ganz gut verteidigt. Den letzten Wurf irgendwie nicht richtig konsequent dann verteidigt bekommen. Da war ganz oft der Arm oben und dann der letzte Wurf findet dann den Weg ins Tor. Es waren ein paar zu leichte Gegentore, meiner Meinung nach. Aber mit 12:13 gegen Dossenheim in die Halbzeit zu gehen, ist völlig in Ordnung. Und dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen irgendwas ändern müssen, dass wir mehr Drive in unser Spiel kriegen müssen, hat man, denke ich, phasenweise gesehen. Ich fand es trotzdem immer noch ein bisschen zu verhalten. Das war letzte Woche viel, viel besser. Wir haben die Zuschauer besser mitnehmen können mit unserem Tempospiel. Das war heute ein bisschen, weiß ich nicht, lethargisch. Aber es ist egal, am Schluss zählt das nackte Ergebnis und da haben wir heute mit 7 Toren Unterschied gewonnen und es ist, glaube ich, eine Hausnummer gegen Dossenheim. Auch wenn ihr ja schon die ein oder andere Packung bekommen habt, wie gegen Hockenheim, wo ich auch weiß. Da muss man klar sagen, da kommt der Kludi dann super ins Spiel rein, hält uns da hinten ganz viele Bälle in vielen Unterzahlsituationen auch. Meine Wenigkeit war ja auch damit belastet mit einer 2 Minuten Zeitstrafe und dann auch nochmal wegen Meckern. Also ich glaube, das Zeitstrafenverhältnis war heute ausgeglichen. Wenn mich jetzt nicht die rote Karte war natürlich dann heftig, ist klar. Da muss man mal gucken, ob die berechtigt war oder nicht. Aber ja, ich bin jetzt einfach mega happy, jetzt heute diese 2 Punkte hier behalten zu haben und dass wir diese Heimserie bisher positiv gestalten konnten.
Mir tut es ein bisschen leid für die Jungs, die jetzt heute nicht auf der Platte waren, wie der Nick oder der Alex, aber ich glaube, heute war Experimentieren, war einfach nicht drin. Wir wollten heute mit den 8, 9 Leuten, die da waren oder die gespielt haben, die Punkte hier behalten, das haben wir gemacht. Und so langsam kommen wir in ein sicheres Fahrwasser rein und da kriegen alle dann nochmal die Chance, sich hier zu präsentieren. Und da arbeiten wir Woche für Woche darauf hin und schauen, dass wir in 2 Wochen wieder 2 Punkte holen. Und dann sieht es am Ende hinten raus sehr, sehr gut für den Klassenerhalt aus. Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Da war ich glaube ich mit Thomas vor einigen Wochen da gestanden, da haben wir uns mal so die 4 Heimspiele, die dann voll gekommen, so durchdacht und haben wir gesagt, ja, wenn wir da vielleicht 6 Punkte rausholen, waren es glaube ich, jetzt haben wir 2 von den 4 geschafft, haben schon 3 Punkte, sind wir voll auf Kurs? Ach ja, ich würde sagen, absolut auf Kurs. Ja. Wir darf ja nicht vergessen, wir bekommen jetzt die obersten Gegner bei uns in der Halle, das heißt nicht gleich, dass wir hier alle Punkte herholen. Ja. Das ist jetzt auch nochmal ein Kampf, jedes Spiel ist hart. Ich glaube, das nächste Spiel wird Pforzheim hier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist auch ein Brocken, den man erstmal aus dem Weg räumen muss. Und deswegen fühlt es sich jetzt extrem sehr gut an, dass wir diese oberen Gegner bisher hier im Schach halten konnten und die Punkte hier behalten können. Aber jedes Spiel ist hart umkämpft, wenn man heute die erste Halbzeit sieht, wenn Dossenheim einfach da ein bisschen mehr anknüpfen kann in der ersten Halbzeit, dann wird es hinten raus auch sauschwer für uns. Aber mein Gott, jedes Spiel muss 60 Minuten gespielt werden und wenn wir es am Schluss hier haben, dann ist es gut. Ansonsten war der Gegner besser und dann muss man das auch anerkennen. Aber für heute ist alles tipptopp. Vielen Dank. Ja, und kleine Randnotiz noch. Ich glaube, die 7-Meter-Quote ist, die Tendenz geht aufwärts. Ja, also klare Verbesserung schon zu erkennen. Eine Frage dazu stelle ich nicht, weil die Jungs müssen auf die Autobahn. Sie haben es ein bisschen eilig. Da wird irgendwas gesperrt. Deswegen kommen wir. Es gibt 2 Sixpacks zum Verlosen. Mal wieder. Wir ziehen. Die 743, 743, 743 als erstes. Da hätten wir was. Oh nein, also ein Sixpack. Also von Herzen. Oh, danke. Und der geht direkt zurück. Vielen Dank. Ja. Also, so kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Wir haben noch eine. 711. 711. 711. Ist da jemand da? Oh, da kommt er. Und das ist der zweite. Das ist der zweite. Machst du das wieder? Ja, zur Kontrolle nochmal. Herzlichen Glückwunsch. So. Man nimmt da wenigstens was mit rein. Ja. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, kommt gut nach Hause. Allen anderen natürlich auch noch einen schönen Heimweg oder wo auch immer hingeht. Ich glaube, die Jungs gehen heute in die Tauber. Und wir lassen es nochmal ordentlich krachen heute Abend. Wer da Bock hat, seid dabei. Allen anderen wünsche ich einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht oder was auch immer. In diesem Sinne, ciao, ciao.